Willkommen zurück hier bei XCOM Enemy Within. Yo, wir wollen die Erde retten und dafür müssen wir hier das Aufseher-UFO irgendwie mal ein bisschen inspizieren. So, mit Frank würde ich wie gesagt sehr gerne hier hinrennen. Aber wenn er Sturm und Schuss macht, darf er nicht mehr seinen Nahkampf-Kill machen. Egal, das heißt, er muss ja nur den einen Typen hier über den Haufen schießen. Und ja, deswegen macht Frank jetzt auch mal Sturm und Schuss. Es sind Elite-Mutons, meine werten Freunde. Diese munteren Gesellen. Ach scheiße, die waren noch gar nicht aufgeschreckt. Na gut, dann sind sie jetzt aber aufgeschreckt. 100% oder 93%, aber 70 kritisch. Ach so, haben wir hier auch. Na komm, Frank, 94%ige Chance. Den dürftest du jetzt über den Haufen schießen, oder? Jo. Beide kritisch, Alter. Nice one, Frank. Nice one. Nice one. So, Fischi. Geht Fischi da vorne hin und schießt? Oder wie machen wir es? Warte mal, das ist Saishia, ne? Yo, das ist Saishia. Fischi. Fischi kann ja bis zu 10 Schaden machen. Egal, Fischi stellt sich dorthin. Was sich hinter der Tür befindet, wissen wir zum Glück noch nicht. 58%ige Trefferchance nur, aber Fischi hat einen Vorteil, er macht keine kritischen Treffer. Okay, Fischi hat aber auch einen Nachteil, der schießt daneben. Oh, warum? So, Emma, was machen wir denn jetzt mit dir? Die könnte auch Sturm und Schuss machen. Nee, warte mal, Emma mache ich jetzt noch nicht. Wie viel Schaden? Warte mal, du hast doch hier noch, ich habe doch hier noch so eine anderen Sachen. Begleitschaden. Okay, so bis zu 3 Schaden. Okay, nee, das ist auch nicht gut. Wenn du dich jetzt hier hinstellst... Wie viel Schaden? Der macht zu viel Schaden. Der haut den Elite-Muton gleich kaputt. Nee, bis zu 11. Oh, nicht kritisch treffen bitte, Dennis. Ah, aber immerhin treffen, Junge. Das gibt's doch nicht. Was haben die denn für ein Problem mit mir? Nun gut, joa. Ich überlege jetzt gerade, wie viel... Die macht wahrscheinlich 8 Schaden maximal. Das wird vorn und hinten nicht reichen. Egal, ich muss es jetzt riskieren. Ich möchte diesen scheiß Elite-Muton ja eigentlich einfangen. Spurte mal dahin. So, 86%. Okay, warte. Kleine Planänderung. Bitte kommst du weit genug. Nein, natürlich kommt er nicht weit genug. Oh Mann. Ich hätte jetzt gern mit Ilya zumindest mit der Pistole geschossen, ne? Aber das ist mir leider jetzt hier. Das ist mir leider jetzt verwehrt. Verwehrt. Verringert die Zielsicherheit des Ziels und feuert einen zusätzlichen Schuss ab, wenn sich das Ziel bewegt. Der wird sich aber nicht bewegen. Warum sollte er es tun? Bis zu 8 Schaden. Wie viele Lebenspunkte hat das Drecksvieh? 14. Ich riskiere 2 Schüsse. In der Hoffnung, dass keiner kritisch trifft und... Oh, scheiße, der ist tot. Ja. Mann! Warum? Warum? Na gut, Saishia, geh mal hier hin. Und geh meinetwegen auf Feldposten. Okay, kein Elite-Muton für uns, Leute. Sorry, tut mir leid. Aber hey, war nicht mein Fehler, behaupte ich jetzt einfach mal. So, Ilya, du spurtest dorthin. Denn ich glaube, hier war... Was war da nochmal drin? Einfach nur Aufseher? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir werden es auf jeden Fall bald herausfinden. Dennis geht hier vorne hin. Geht dann auf Feldposten. Emma, die stellt sich direkt hier mit an die Tür. Geht auch auf... Nein, ich bin so dumm. Ah ne, halt, Fischi ist ja gar kein Psycho-Man. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte mit Fischi ja auch das Dingens machen können. Dieses Gedankenzeugs. Aber nee, das hätte ich mit ihm gar nicht machen können. Saishia? Du bleibst hier erstmal stehen, nochmal eine Runde. Die Tür wird gleich erst aufgemacht.
Wenn wir alle Leute hier positioniert haben. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, was hier hinter war. Frank, du kannst meinetwegen nachladen. Und Fischi, du gehst auf Feldpass. So. Okay, jetzt kann Dennis... Warum ist die Tür jetzt weg? Man weiß es nicht. Egal, Dennis kann erstmal richtig schön hier reinrennen. Das ist anders als alles, was wir... Ja, genau das hatte ich mir nämlich erwartet, dass hier dieser Aetherer drin war. Ich vermute, dass dieses Alien sich nicht auf rohe Gewalt verlässt. So, Dennis. Ihre Truppen sollten extrem vorsichtig sein, Commander. Ja, ja, laber mir nicht voll. Ihre Bewaffnung offensichtlich war. Commander. Vielleicht kriegen wir sogar zwei gefangen. Das muss äußerst wichtig für sie sein. Wir sollten es unbedingt in unsere Gewalt bringen, um es untersuchen zu können. Yo, yo, yo. Kriegen wir alles hin. Jetzt bleibt mal locker. So, hier haben wir 74. Hier haben wir 70. Hier haben wir 98. Und bis zu 11 Schaden. Oh, aber so eine hohe Crit-Chance. Ich wette, jetzt macht der Crit. Nein, kein Crit. Nice, nice. Jetzt ist die Frage, sei Shia oder Frank? Saishia kommt überall hin. Frank kommt auch zu beiden. Allerdings könnte Frank sogar erstmal noch einen Schuss abfeuern. Okay, warte mal. Ilya. Er sieht den. Und den Aetherer. Dem würde ich gerne einen Crit verpassen. Dadurch dürfte er eigentlich nicht sterben, behaupte ich jetzt einfach mal. Illich. Der hat den Aetherer mit nur einem Schuss kalt gemacht. Oder verzog der sich immer? Ich bin mir gerade unsicher. Nun gut, Frank. Ja, geh halt hier hin und benutze deinen Dingens gegen den Muton. Den guten alten Pulsbogen. 95%ige Chance. Jo, das geht klar. Den ersten Elite-Muton hätten wir damit eingetütet. So, aber unser werter Fischi ist noch hier. Und dann ist auch noch die Emma Nicole hier. Die sollte mal eben hier vorne hingehen und ihre mentalen Fähigkeiten weiter trainieren, würde ich sagen. Bin unterwegs. Die macht einfach mal den miesen Trip gegen den Kackvogel. Oh, 100% Trefferchance. Das ist sehr schön. Du wärst dir wünschen, du wärst zu Hause geblieben. So, jetzt muss ich mal überlegen. Fischi macht 6 Schaden, oder? Mit einer Granate, dann hätte der noch genau 3 über. Vielleicht kriege ich den ja auch noch gefangen. Das wäre natürlich wirklich sehr nice. Aber Fischi könnte theoretisch auch hier hinrennen. Und der verursacht ja nur bis zu 10 Schaden mit seiner Waffe, oder? Bitte keine Crit-Chance. Oh, 50 Crit-Chance. Ey, Fischi, du hast sonst nie Crit-Chance. Na gut. Yo. 6 Schaden. Okay, gut. Dann hat er immerhin noch 3. Dann kann ich den vielleicht auch noch einfangen, wenn ich Glück habe mit Emma. Nicht mit Emma. Mit Saishia. So, komm. 95% Chance zu betäuben und sie betäubt ihn. Ja, ist ein bisschen ärgerlich mit dem Aetherer jetzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der immer abhaut. Nee, ich glaube, den hätte ich bestimmt... Den hätte ich, glaube ich, fangen können. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, Leute. Sorry, dass ich das leider nicht mehr geschafft habe. Aber 2 Elite-Mutons ist doch auch schon mal was. Dann würde ich sagen, verhören wir den ersten. Und ja, nach dem Verhör wird er dann wahrscheinlich wieder tot sein. Und dann kommt die Autopsie direkt hinterher. Ha, das klingt nach einem Plan. Oder vielleicht haben wir auch genügend Waffenfragmente für die Plasmapistolenforschung. Obwohl das unserem guten Hans jetzt auch nicht mehr hilft. Ah ja, stimmt, wir haben das Ding mitgenommen. Extrahiert aus einem getarnten Schiff und bewacht von dem mächtigsten Geschöpf, das wir je gesehen haben. Was glauben Sie, ist es? Ein Objekt mit immenser Kraft.
denken Sie, was wir damit tun könnten, wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln? Ein gefährlicher Gedanke, Doktor. Jetzt müsst ihr euch mal eine Sache überlegen. Woher wollen die wissen, dass es das mächtigste Geschöpf war, das wir jemals gesehen haben? Wir haben den doch sofort abgeballert mit einem Schuss. Sir, ich empfange lächerlich. Noch ein getarntes Schiff? Hätte ich mal keinen Crit gemacht. Es ist groß. Das ist jetzt schon das Mutterschiff? What the hell? Okay. Bitte sagen Sie mir, dass es sich um ein fehlerhaftes Signal handelt. Ich wünschte, ich könnte. Dieses seismische Ereignis entstand direkt unter unserem neuen Kontakt. Mit unserer Ausrüstung könnten wir dem Ding nicht mal einen Kratzer verpassen. Wenn Sie beide noch irgendwelche genialen Ideen haben, raus damit. Wir saufen bis zum Umfallen. Wir saufen bis zum Umfallen. Und jetzt alle! Wir saufen bis zum Umfallen. Ja, es ist das kranke Mutterschiff. Aber wir müssen jetzt das Ätherer-Gerät erstmal erforschen. Jo, dann nehme ich doch direkt mal an. Sauber! Emma hat einen neuen Rang in ihrer Psi-Fähigkeit erreicht. Da wollen wir direkt mal schauen. Beendet bei allen Verbündeten im Umkreis von drei Feldern den miesen Trip und Panik und stärkt ihre Willenskraft drei Runden lang um 30, achso, nee, um plus 30, vier Runden Abklingzeit, oder? Versetzt das Ziel in den nächsten Runden in Panik, wenn sein Wille gebrochen wird. Funktioniert natürlich nicht bei Robotern. Okay, ich nehme ihr auf jeden Fall die Psi-Panik. So, schönes Ding. Drei Tage ist sie verletzt. Frank wurde auch noch befördert. Wow, Frank ist jetzt schon zum Colonel befördert, hat damit auch jetzt alles erreicht, was er erreichen kann eigentlich. Ausräuchern oder aber den Killerinstinkt. Da geben wir ihm auf jeden Fall den Killerinstinkt. Geiles Ding, Frank. Schön, dass du es so weit gebracht hast. Ach stimmt, die Sektopoden-Autopsie, Leute. Bitte danken Sie Ihren Truppen von mir. Und den scheiß Ätherer. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte den Ätherer so gerne gefangen. Ah, das war dämlich. Naja gut, Leute. Kann man nichts machen. Wir gehen jetzt in die Forschungsabteilung und dann würde ich mal sagen, wir beginnen hier die ganzen Forschungen. Also, erstmal hier den Ätherer autopsieren. Dieses Exemplar scheint ganz oben in der Alien-Hierarchie zu stehen. Und das aus gutem Grund. Wie Sie Warum? Vielleicht Weil schon es so gesehen ist? Haben, ist es vom Körperbau her absolut nicht kampftauglich. Diese Ältesten verfügen jedoch über einen unglaublichen Speicher an psionischer Energie. Das erklärt, warum andere Spezies ihnen untergeordnet sind. Ah, warte mal, wir müssen noch die Rüstung erforschen. Stimmt. Geistschild zur Herstellung verfügbar. Aha. Dieser Gegenstand wurde bla bla bla, bla 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 bla. Er stärkt die Abwehrkraft gegen Psi-Attacken. Oh, und Strangulationsversuche werden abgewehrt. Nicht schlecht. So, dann wollen wir doch mal direkt den Sektopoden auch noch autopsieren. Dieses schwer gepanzerte Exemplar ist voll mechanisiert. Wir sind aber nicht sicher, ob es nicht über organische innere Komponenten verfügt. Na, ich freue mich schon auf diese Scheißviecher, ey. Wenn die jetzt öfter auf den Plan treten, ey, da kommt Freude auf. Verbesserter Bau ist in der Gießerei verfügbar. Wofür war das denn nochmal? Ach so, Gebäude und so weiter werden beschleunigt, aha. So, dann wollen wir den Elite-Muton mal eben autopsieren. Sonst wäre der normale Muton nicht schon problematisch genug. Hielten die Aliens offenbar verschiedene dieser Eliten für spätere Phasen ihrer Invasion zurück. Tja, hätten sie mal direkt lieber mit denen angegriffen, da wären wir am Arsch gewesen, ne? Aber so können wir da nur drüber lachen. Ha! Lächerlich. Plasmawaffen, Forschungscredits, okay, sehr gut, das freut mich natürlich. Oh, schau mal hier, die Plasmapistole steht jetzt hier. Boah, dieses Ätherer-Gerät nur zwei Tage, heftige Kacke. Den Elite-Muter nochmal verhören. Boah, der wird so ausrasten, wenn wir den da einsperren, ey. Aber wer will's ihm verübeln? Die Rüstung von dem sieht aber geil aus, oder, Leute? Boom, 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 boom. Ich will hier raus. Ich will leben. Waffentechnologie, Forschungscredits, okay. Boah, was wir alles hier nicht kriegen. Aber jetzt machen wir erstmal die Plasmapistole, würde ich sagen. Beginnen wir das Projekt. Dauert ja nur zwei Tage.
Und dann kommt danach das Ätherer-Gerät dran. Mal schauen, wie es hier jetzt weitergeht, Leute. Bald gibt es erstmal einen Exalt-Angriff, glaube ich, ne? Ja, vor dem Ratsbericht gibt es noch die verdeckte Operation mal wieder in China, Leute. Also da ist schon irgendwie Standard, dass wir uns in China rumtreiben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn wir den Ätherer nicht fangen konnten. Schande auf mein Haupt. Nächstes Mal geht es dann hier an dieser Stelle weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.